Let's play Games of History. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Games of History Diablo 1. Tja, und in der letzten Folge haben wir uns mit dem Skelettkönig Leoric gemessen und, naja, letztendlich auch gewonnen. Er hat uns unser erstes Unit gedroppt, eine wunderschöne Krone der Untoten. Und wie versprochen, wollen wir doch jetzt mal schauen, was sie uns so zu bieten hat. Ideal wäre natürlich, die hätte für einen Krieger gute Werte, aber das kann ja gerne mal random sein. So, lieber Kane. Hello, my friend. Jetzt kommt... Ja. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Die Krone der Untoten. Wie? Was? Ohne Anforderungen? Einzigartig? Ach, die kann einfach jeder tragen. Das ist das Tolle. Muss ich mir noch kurz überlegen, wie toll ich das jetzt finde. Ach, Lebensabsaugung. Na, das ist doch gleich schon viel besser. Schöner wäre es aber, man müsste die nicht reparieren. Aber gut. Wir setzen die Krone mal auf. Besser als nichts. Lebensabsaugung ist immer gut. Vielleicht kriegen wir zusammen mit diesem Morgenstern noch viel mehr Lebensabsaugung. Dann kumuliert sich das. Lumpen der Dornen, Rüstung 2. Angreifer. Bekommt Schaden. Ja, ich denke, wir bleiben mal bei der derzeitigen Ausrüstung. Den Rest können wir verticken beim lieben Griswold. Was kann ich für euch tun? Wie immer. Ja, kannst du alles haben. So weit, so gut. Hast du denn vielleicht eine tolle neue Rüstung für uns? Ring des Jaguars. Ja, so ein Ring wäre auch mal schön, ne? Aber leider kein Gold dafür. Rüstung, ja. Schnellere Erholung. Können wir uns auch nicht leisten. Ja, dann halt nicht. Danke für die Reparatur. Ja. Vielen Dank trotzdem. Das andere war zwar nicht so toll, aber hast du wieder wettgemacht. Eine schöne Reparatur. Ja, das reicht erstmal. Hast du noch was zu sagen, Pippin? Du hast uns doch eigentlich die Quest gegeben mit dem Leoric und müsstest jetzt zufrieden sein. Aber nichts davon. Weißt du vielleicht noch ein tolles Gerücht? While I use some limited forms of magic to create the potions and elixirs I store here, Adria is a true sorceress. She never seems to sleep, and she always has access to many mystic tomes and artifacts. I believe her hut may be much more than the hovel it appears to be. Oh ja. But I can never seem to get inside the place. Tja, da brauchst du dich nicht wundern. Die mischt halt nicht nur Tränke, sondern die hat einiges mehr auf dem Kasten. Ich glaube, das willst du gar nicht so genau wissen. Jillian. Na? Good day. How may I serve you? Auch nichts Interessantes. Schauen wir mal noch zum guten Octon. The curse of our king is past, but I fear that it was only part of a greater evil at work. However, we may yet be saved from the darkness that consumes our land. For your victory is a good omen. May light guide you on your way, good master. Ah, der hat uns natürlich das Quest gegeben und der schließt es jetzt auch ab. Entschuldigung, mein Fehler, der Pippin hatte natürlich nichts damit zu tun. Aber, ja. Master, ah. I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth. And this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small, demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off. Kobolde. Not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. Tis strange, no? Ja, sehr seltsam. Freu dich doch, dass sie nur das Schild genommen haben. Auf jeden Fall hat er gleich die nächste Quest für uns. Ja, warum nicht? Dessen wollen wir uns doch gleich mal annehmen.
So, unser Tor, das steht... Ah, das steht ja noch. Super. Das ist praktisch. Ich dachte, nach dem Laden wäre das vielleicht verschwunden, aber... Naja, später, wenn es immer tiefer geht, da könnte das ziemlich ungünstig sein, wenn man dann eine halbe Stunde erstmal weiter runterrennen muss. So, dann, Dimensionstor, activate. Haben wir überhaupt ein Stadtportal dabei, um wieder zurückzukommen? Ich fürchte, nein. Blitzschlag, Blitzschlag. Naja, dann müssen wir halt eins finden. So lange sitzen wir hier fest. Dieses Level, ja. Das haben wir komplett erkundet. Wie immer. Und dann können wir hier runtergehen. Mal schauen, was uns in Level 4 erwartet. Wie gesagt, es wird jetzt immer schwieriger, je weiter wir kommen. Aber wir stellen uns allen Übeln. Wir sind schließlich der Held, den die Stadt braucht, den die Stadt verdient, der Beste, der wir sein können. All das und vieles mehr. Ein Sarkophag. Ah, jetzt sind schon 46 Goldstücke. Kommt der? Ja, komm doch raus. Ich schlag dir den Schädel ein, Morspulus. Ich habe gerade mal geguckt, ob man vielleicht... Gibt, glaube ich, auch einen Diablo 2. Einen schönen Effekt, wenn wir live leechen. Das müsste hier so ein Blutwirbel, so ein roter Wirbel sein, der anzeigt, ja, es wird Leben gesogen. Habe ich jetzt aber nicht gesehen. Du? Jetzt sind wir beschädigt. Ja, es geht langsam. Es geht langsam wieder hoch. Ja. Das bewirkt schon mal was. Sehr gut. Vielleicht kann man das noch weiter stacken und so ein bisschen auf Life Leech konzentrieren. Ich glaube, das könnte ganz erfolgreich sein. So, da oben war nichts mehr. Schauen wir mal weiter. Durch diese Tür. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauert. Ein Blink. Da hat sich's ausgeblinkt. Und noch viel mehr davon. Die sind ja irgendwie blöd. Die springen einen so fies an. Bestia Umbra. Also, Umbra. Dunkel oder Nacht. Oder Albtraum. Auf jeden Fall eine üble Bestie. Der Dunkelheit. Wie man es dreht und wendet. Die heißen Blink, weil sie sind in einem Augenzwinkern vergangen. Von uns niedergestreckt, weil die so schwach sind. Da kommen einige. Ist blöd, wenn die einen alle unterbrechen, habe ich ja schon mal gesagt. Da ist auch noch ein besonderer. Da hilft uns das größte Life Leech nicht. Ah. Der blockt zwar manchmal, aber er trifft auch oft nicht. Der wird oft unterbrochen. Ist alles nicht so schön. Zack, 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 trifft nicht. Dann verändern wir mal unsere Position. Ah, jetzt kommt dann gleich der Besondere zum Schlag. Man soll sich eigentlich nie so einkreisen lassen. So ein Eingang ist ganz gut. Da können nur... Ich glaube, kann da nur einer durch. Das wäre optimal. So, weiter down. Ah, da ist der Adulata Venarum. Ja, das Life Reach ist ganz gut bisher. Aber er trifft vielleicht schlecht. Vielleicht müssen wir mehr auf Dexterity setzen, auf Geschicklichkeit. Verbessert ihr auch unsere Trefferchance? Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Oh. Ja, schlechte Position. Wir gehen wieder hier rein. Kommt's nur.
Haut daneben ohne Ende. Das gibt's doch nicht. Der steht direkt vor dir. Na komm. Du weißt, du willst es. Und da geht auch der letzte. Na? Geh down. Ja. So ist er fein, ja. So ist er ein feiner. Schriftrolle Feuerwand. Ah, Buch über aufgeladenen Blitz. Na toll. Was haben wir hier noch? Ah, eine Schädelkappe. Na, wir haben eh die tolle, hier unsere tolle Krone. Da werden wir kaum so eine olle Schädelkappe einsetzen. Blitzschlag kann man benutzen. Das muss man einfach mal machen. Als Krieger ja eigentlich eher nicht unsere Baustelle, aber... Naja, wenn es hilft. Warum soll man es dann nicht machen? Da kennen wir nichts. Da lassen wir uns nicht lumpen. Auf den nächsten, den ich sehe, mache ich jetzt den Blitzschlag. Ah, für den hat schon mal gereicht. Wir haben noch einen Blitzschlag. Ich glaube, den gebe ich mir mal für einen etwas stärkeren Gegner auf. Ein Start mit Heilung. Wieso nicht der Heilung? Bringt er die Heilung so mit? Oder was ist? Oh, da sind einige. Vielleicht kann man da so ein bisschen so kettenblitzmäßig was. Oh. Jetzt kam der Zauber gar nicht durch, weil wir uns so unterbrochen haben. Nicht schön. Irgendwie kommt ich uns. Nee. Wir kommen uns. Mir kommt er ein bisschen schwächlich vor auf der Brust momentan. Völlig eingekreist, nicht gut. Ohne Leechschaden, ein Unik und eine magische Waffe, aber es scheint nicht zu reichen. Wir brauchen stärkeres Equipment. Sonst erhöht sich unser Heiltrankverbrauch exponentiell. So, komm. Ja, da geht auch der letzte down. Wir sind wieder mal extrem angeschlagen. Haben auch schon nicht mehr so viele Heiltränke und den können wir nicht benutzen. Stadtportal haben wir immer noch nicht gefunden. Alles etwas ungünstig. Dann hoffen wir mal, dass wir bald eine Rolle des Stadtportals finden. Sonst müssen wir hochlatschen. Das kann dauern. Stepprüstung. Naja, wenn unsere kaputt geht, könnte man natürlich die anziehen. Schauen wir mal. Was ist hier oben? Nichts mehr. Hier ist eine Tür. Führt uns zu einem Blink. Und einer Stepprüstung. Wo kommt die denn her? Ja, jetzt die zu identifizieren wäre natürlich ganz schön, aber wir haben einfach nichts dafür dabei. Auch das müssen wir finden. Ah, ein Heiltrank. Nehmen wir mit. Oh, Gabert der Schwächliche. Wieso hat er einige Immunitäten, wenn er doch so schwach ist? Den versuchen wir einfach mal. Na komm. Ach, der hat was zu sagen. Der möchte nicht sterben. Keep alive and next time good bring to you. Ja, könnten wir den denn jetzt überhaupt töten? Hm. Mal versuchen. Shift? Please. Nee. Steuerung? Nee. Na, ich hätte ihn trotzdem umgenutzt, er ist schließlich ein Dämon. Aber das können wir gar nicht. Dann schauen wir mal weiter.
So, was haben wir hier unten? Der übliche Zombie. Der hatte eine Steinrüstungsrolle. Das sind wieder viele. Wir benutzen die einfach mal. Nee, können wir gar nicht. Steinfluch. Nee. Leider nicht. Ihr wisst ja, ich setze nicht auf Magie, auch wenn es uns vielleicht etwas helfen würde, aber auf lange Sicht bringen uns die schwächlichen Zauber, die wir dann vielleicht sprechen können, ja doch nichts. Die fallen eigentlich ganz gut um. Da ist ein... Oh. Der tut weh. Was kann der? Das steht nicht da. Aber er macht Aua. Alle zusammen. Hauen wir dann doch rein, ja. Viele kleine Schläge tun letztendlich doch sehr weh. Die fliegen alle durcheinander, damit man die möglichst schlecht treffen kann. Ich meine, auch in Diablo 2 kann man gedrückt halten, die Maustaste, und der schlägt dann einfach weiter. Aber hier muss ich eigentlich die ganze Zeit klicken. Es ist ein Klick-Massaker. Jetzt halte ich gedrückt, nichts passiert. Ah, ein Sarazenschwert, ein magisches. Das sehen wir gerne. Was haben wir denn? Das war Steinrüstung, ne? Steinfluch. Wieder was anderes. Nicht, was wir brauchen. Wir brauchen eine Rolle Stadtportals, habe ich doch gesagt. Ist das denn zu viel verlangt? Ich glaube nicht. Nimm das. Dich mach mal platt. Na, ein bisschen hilft das Life Leech, aber wenn wir da noch mehr stacken, hilft's noch mehr. Denn viel hilft auch viel. Komm her. Nein. Ja. So. Bisher sind die nicht sehr dropfreudig. Bekommen sie wieder in Horden angeschissen. Ja, viele Ghule. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass die einen nicht doch zusammenkloppen. Ja, das Leechen ist gar nicht so schlecht. Level up, yippie! Ja, ich denke, wir setzen mal wieder auf Lebenskraft. Zu schwach auf der Brust zu sein, ist definitiv tödlich. Diese leeren Truhen sind immer irgendwie frustrierend. An der Tür ist immer ganz gut, einen nach dem anderen platt machen. Da kommen nicht allzu viele gleichzeitig durch. Definitiv eine Taktik, auf die man manchmal zurückgreifen muss. Geheimnisse im Licht der Vernunft gelüftet. Hört sich an, als würde das ein Magic Buff sein. Oder ist das ein allgemeiner? Alle Attribute plus X Buff. Na, hier ist jedenfalls nichts mehr. Dann schauen wir mal weiter. Na, es sieht nicht gut aus für uns. Da ist ein Buch, das ziemlich hervorgehoben wird. Was mag da wohl drinstehen? Ist es vielleicht das Necronomicon? Allein es zu lesen, verdirbt deinen Verstand. Oh ja. Den ungeschulten Verstand natürlich nur. Der große Zwist. Take heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim.
There is a war that rages on even now, beyond the fields that we know, between the utopian kingdoms of the high heavens and the chaotic pits of the burning hells. This war is known as the Great Conflict, and it has raged and burned longer than any of the stars in the sky. Neither side ever gains sway for long, as the forces of light and darkness constantly vie for control over all creation. Ah, sehr interessant. Die Hora Dream informieren uns also, worum es hier eigentlich geht. Es herrscht Krieg zwischen den Himmeln und der Hölle. Und er wird natürlich auf der Erde ausgetragen, liegt ja auch dazwischen, macht Sinn. Ja, und wir sind natürlich direkt zwischen die Fronten geraten. Hora Dream kommt mal später noch in Kontakt mit den guten Leuten. Vor allem der Würfel. Der Hora Dream Würfel. Finde ich sehr cool, die Kombination, die es da gibt. Überhaupt Diablo 2, da haben sich wirklich... Oh, jetzt hat er an der Leiche gefressen, um sich zu heilen. Diablo 2 haben die sich einige coole Sachen einfallen lassen, um das Spiel noch besser zu machen. Gerade Runen und so. Und dann die Namen, die dann tolle Sachen ergeben. Sockeln und Edelsteine. Ist echt super. Ist einfach viele Möglichkeiten, tolles Zeug zu bauen. So, da oben war nichts mehr. Hier haben wir noch ein paar Gülchen. Ein Gülchen am Tag. Den haben die Gülchen nicht so gut mitgespielt. Ein Gülchen am Tag ist mehr als ich mag. Dann schauen wir doch mal, was hier unten so ist. Heiltrank, sehr gut. Gehen uns eh langsam aus. Kommen sie wieder angeschissen. Die kleinen Kackbratzen. Tja, das sind dann wohl Leichenfresser. Die tun sich da gütlich, wenn man sie mal kurz in Ruhe lässt. Und, schauen, dass sie wieder Gesundheit kriegen, die wir ihnen schon runtergehauen haben. Keins explodiert. Stadtportalrolle, ja super. Na, was habe ich gesagt? Jetzt haben wir doch noch eine gefunden. Oh, oh, Overlord. Ah, Hilfe! Der blockiert mich. Jetzt schlagen sie alle auf mich ein. Schnell raus. Puh. Also das sah nicht so schön aus. Ganzen Overlords auf einmal. Danke. Aber nein, danke. Die haben übrigens auch den Skin vom Schmied, auf den wir wahrscheinlich noch treffen. Nee, das ist der Butcher. Ich habe hier gerne einen Butcher gesagt, was aber leider falsch ist. Falsch ist es, falls ihr das auch falsch aussprecht. Nein, es ist Butcher. Da muss ich mal eine Lanze für brechen. Gehärtetes Leder. Ja, auf jeden Fall, der Butcher, der ist eine einschüchternde Erscheinung. Auf jeden Fall. 14, 10, ja. Dann nehmen wir doch mal lieber das hier. Ein Vollschild. 5, nö, da bleiben wir bei unserem. So, siehst du jetzt anders aus? Nee, ich glaube, das wird auch nichts mehr. Der Rüstungsskin wird sich wahrscheinlich nicht mehr verändern. Wieso nicht? Wieso kannst du die Kiste nicht öffnen? Das deucht mich seltsam. Also, wir sind ziemlich fertig. Ich glaube, wir gehen einfach mal in die Stadt. So. Dimensionstor, activate.
Da wären wir wieder. In der Stadt. In der Sicherheit. Sehr gut. Ja, wir haben ein bisschen was gesammelt. Das können wir mal identifizieren. Lassen. Am lieben Kane. Hello, my friend. Stay a while and ja, Wieso nicht? Natürlich habe ich was. Das wurde identifiziert. Vielleicht von dem Schrein. Hat uns erleuchtet. 4 bis 8. Lichtradius, Trefferschaden. 7, 2 zu allen Attributen. Ich glaube, nehmen wir mal die. Wohlgehärtes Leder wäre schon schön. 3 zu allen Attributen, auch nicht schlecht. Schwer, sich da zu entscheiden. Aber ich glaube, wir bleiben mal so. Schauen wir nochmal kurz, wie viel uns dieser, wie viel der Säbel bringt beim Griswold. Heiltränke bitte her. Ja, das sollte erstmal reichen. Aber es wird natürlich verfälscht durch plus Lichtradius, was im Endeffekt nicht allzu viel bringt. A caravan that was bound for the Eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen to earth. The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it. Also ein Meteoritenbruchstück und er kann uns was daraus schmieden. Das wäre natürlich cool. Das Schwert, ja, das ist einiges wert. Aber besonders viel Schaden. 4 bis 8 oder wir haben 1 bis 10. Tja, nicht so leicht. Ich glaube, wir hauen es mal weg. Hast du denn was Tolles? Rüstung des Glanzes, ja super. Ah, die 21, aber auch sehr teuer. Ach, reparieren wollte ich ja noch. Reparier mal noch, ja. Teuer. Teuer das Zeug. Dann schauen wir nochmal noch zur Adria. Die, total weit weg wohnt. Immer wieder schrecklich dahin zu latschen. Sollten ein Dimensionstor nur zur Adria öffnen können. I sense a soul in search of answers. Ja, nimm das. Nee, das nicht. Das ja. Mana-Trank. Kommt der denn her? So, jetzt sollten wir nichts mehr haben. Nö. Aber wir kaufen jetzt mal was, und zwar Stadtportal-Schriftrollen. Ein Kriegerstab. 5 bis 10. 14.000, ne, können wir uns eh nicht leisten und ich würde ihn auch nicht benutzen wollen. Aber Stadtportal nehmen wir mal 2 mit. Sicher ist sicher. Inventar sortieren. Eine undankbare Aufgabe. Der ist über, aber wir verbrauchen die eh sehr schnell. Ja, wundert euch nicht, wenn wir später das ganze Inventar voller Metall trinken. Das kann durchaus passieren. So, der hat gesagt, nördlich. Das ist eigentlich oben. Ist das dann nicht in der Kathedrale, sondern außerhalb? Eigentlich spielt sich fast alles immer in der Kathedrale, in den Katakomben ab. Nein, du bleibst drin. Hier können wir nicht mehr weiter. Hier können wir bestimmt auch nicht durch.
Nördlich. Tja, jetzt kommen wir eigentlich schon wieder. Links war Westen, ne? Ja. Hier geht's rüber. Ja, was denn hier? Ach, da ist ein Typ. Ach, Wirt, der Holzbeinjunge. Ach, über den hat er geredet. Ich dachte, er meint mit Wirt, Wirt. Wer nichts kann, nee. Wer nichts wird, wird, wird. Aber er meinte einen Jungen namens Wirt, den Holzbeinjungen. Und dessen Holzbein, das taucht natürlich immer wieder auf. Das braucht man auch, um, ja, um ins Cool-Level zu kommen. Was hast du denn zu sagen? Psst, over here. Ja. Weißt du was über den Stein? If anyone can make something out of that rock, Griswold can. He knows what he is doing. And as much as I try to steal his customers, I respect the quality of his work. Und wo ist er? Ja, du hast was zu. Ich habe etwas Besonderes zu verkaufen. Für 50 Goldstücke zeige ich es dir. Tja, und was der Tolles für uns hat, das sehen wir natürlich leider erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.